Hallo liebe Pfadfinder, heute will ich euch zeigen, wie ihr selbst so einen Bogen bauen könnt. Und hier habe ich meinen Freund Jürgen besucht. Einen schönen Namen hast du, ne? Ja, Jürgen und Jürgen, genau. Genau. Und er ist der Erfinder eigentlich, einen Bogen zu bauen aus Bettlatten. Wie bist du da dazu gekommen? Hast du Bettlatten benutzt, um einen Bogen zu bauen? Ja, früher habe ich immer mit Haselnussdingern gemacht und für meinen Sohn versucht zu bauen. Und irgendwann fuhr ich am Sperrmüll vorbei und sah, da ist Lattenrost dort. Und dann dachte ich, Mensch, die Latten, die sind doch toll. Aber ich bin ja Schreiner auch und Pastor. Und dachte ich, Mensch, aus den Latten, da könnten wir doch was machen. Die sind ja eh schon ein bisschen gebogen. Und habe mir die Dinger mitgenommen und habe dann rumgebastelt. Und dann habe ich das einfach für meinen Sohn mal probiert. Hat wunderbar geklappt. Und so habe ich dann diesen Lattenrostbogen erfunden. Ja, super. Und das will ich jetzt zeigen, wie das geht. Als erstes benötigt ihr Bettlatten. Es gibt da solche schmale, die ist jetzt 2,5 cm breit, die ist optimal. Oder es gibt ja auch so breite, die ist 6 cm breit, die müsst ihr dann in der Länge durchsägen, so dass ihr dann eben zwei solche schmale bekommt. Von denen braucht ihr dann in drei Stück. Und eine müsst ihr genau in der Mitte durchsägen. Also ihr habt drei und eine halbe. Die kurze in der Mitte anzeichnen und eine lange auch in der Mitte anzeichnen. Als zweites basteln wir die Auflage für die Pfeile. Dazu nehmen wir aus dem Rest Bettlatte ein 6 cm langes Stück, hier abgesägt, spannen es in den Schraubstock ein und mit einer Rundraspel können wir hier Vertiefungen reinmachen. So, muss gar nicht tief sein. Man kann es später auch noch tiefer machen, wenn man es will. Und mit einer Rundfeile ein bisschen die Kanten schön machen. So, das dient nachher als Auflage von dem Pfeil. Wenn ich das an allen vier Ecken mache, dann habe ich hier vier Auflagemöglichkeiten. Als drittes wird der Bogen zusammengeschraubt mit 6 Schrauben. Eine Latte ist ja in der Mitte gekennzeichnet. Darauf kommt mittig die Pfeilauflage und auch in der Mitte kommt dann die kurze Latte oben drauf, sodass die kurze Latte innen am Bogen ist. Nun habe ich hier angezeichnet, wo eine Schraube reinkommt. Immer vorbohren, das ist wichtig, damit sich das Holz nicht spaltet. Ich habe 2 cm lange Schrauben verwendet mit einem Innendurchmesser von 2 mm. Darum habe ich auch einen 2 mm Bohrer hier verwendet. Die Pfeilauflage wird mit 2 Schrauben fixiert. Von oben habe ich links, knapp neben der Mitte, eine Schraube angebracht. Dann werde ich das wenden und von unten dann eben rechts von der Mitte eine weitere Schraube einschrauben. Als nächstes stecken wir die zwei langen Bettlatten dazwischen. Jetzt werden von der Innenseite zwei Schrauben eingedreht, eine 5 cm rechts und eine 5 cm links von der Mitte. Ebenso auf der Rückseite, dort wird eine Schraube 8 cm rechts und eine 8 cm links der Mitte geschraubt. Als vierter Schritt wird an den Enden des Bogens eine Nut eingeraspelt. Hier wird am Schluss dann die Sehne befestigt. Anschließend wird das Ganze mit einer Feile noch geglättet. An jedem Ende des Bogens werden jeweils 2 solche Vertiefungen angebracht, also insgesamt 4. Nächster Schritt ist das Binden.
Wir müssen die Enden hier durch zusammenbinden. Das kann man auf zweierlei Weisen machen. Ich zeige euch zuerst mal den Abbund. Dazu lege ich hier eine Bucht und dann wickle ich die Schnur außen rum. So. Kann auch den Bogen drehen. So, wenn ich dann so 10-mal rumgewickelt habe, fädle ich das Ende durch diese Bucht hindurch. Und jetzt kann ich mit dem alten Ende die Bucht und das andere Seil unten drunter ziehen. Habe ich unten drunter und kann jetzt hier oben einen Kreuzknoten drauf machen. Und die Enden abschneiden. Anstelle des Abbundes kannst du auch den Überhandknoten bunt knüpfen. Dazu beginnst du in der Mitte des Seiles und führst beide Enden um den Bogen herum. Nun machst du einen Überhandknoten. Dies wiederholst du 5-6 Mal und befestigst die Seilenden mit einem Kreuzknoten. Unser Bogen ist nun fertig. Man sieht hier diese drei Latten. Hier außen die längere in die kürzere. Und man sieht auch nochmal hier die drei Schrauben, die befestigt sind auf dieser Seite und auf dieser Seite. Die Auflegeplatte für die Pfeile habe ich hier eben mit 4 Nuten versehen. Ja, wenn ich jetzt so schieße, hier für Rechtshänder, hier für Linkshänder. Oder wenn ich anders schieße, kann ich ihn auch halten hier. Wichtig sind hier die Bindungen. An den Enden der Latten hier 1, 2, hier 3, 4 mal zu binden. Das ist wichtig, damit die Hölzer sich noch bewegen können. Wenn sie gespannt werden oder Zug sind, bewegen sich. Also hier nicht schrauben oder auch nicht mit Klebeband oder sowas befestigen, sondern binden, dann kann sich das noch bewegen. Zum Abschluss muss dann die Sehne gebunden werden. Ihr seht hier oben in unsere Kanten hier rein. Hier macht man am besten einen Palsteak oder eine Achterschlaufe. Ich zeige euch noch die Achterschlaufe kurz. Also man braucht eine gute Schnur, die nicht reißt, wie so eine Maurerschnur. Ihr legt die Schnur doppelt und macht jetzt nur mit diesem Ende einen Achter. Also einmal rum. Einmal rumwickeln und wieder hier durch. So. Na, sieht aus wie ein 8, einfach doppelt gewickelt mit Schlaufe. Diese Schlaufe zieht sich nicht zu. Um hier die optimale Spannung zu bekommen an der Sehne, ist es wichtig, dass die Sehne nicht zu locker ist, aber auch nicht zu stramm. Wenn ihr hier einen Abstand von 22 cm habt, von Sehne bis zum Bogen, dann habt ihr die optimale Spannung. Ja, wenn es zu wenig ist, müsst ihr die Sehne stärker machen oder umgekehrt. Jetzt haben wir unseren Bogen fertig und vielleicht kommt dir ein Kind und fragt, was ist denn das? Was machst du denn mit ihm? Und das ist ganz gut, wenn wir nicht wissen, was der Zweck von etwas ist, dass man den Bauer fragt. Und dann kannst du sagen, damit kann ich einen Pfeil direkt in die Zielscheibe schießen. Ich möchte direkt in die Mitte treffen. Das ist das Ziel eines Bogens. Und was ist das Ziel eines Pfadfinderslebens? Und dann ist es auch ganz gut, wenn wir auch unseren Erbauer fragen, also unseren Schöpfer fragen, zu welchem Zweck, zu welchem Ziel hat er uns geschaffen, damit unser Leben als Pfadfinder ins Volle trifft. Und wir nicht daneben leben. Ja, wenn wir
nicht wissen, dass es ein Bogen ist zum Pfeile schießen und hauen da Nägel rein, wäre nicht gut. Und genauso ist wichtig, dass wir wissen, was ist das Ziel unseres Lebens, damit wir in die Erfüllung kommen und unser Leben ein Volltreffer wird. Unser Ziel des Pfadfinders ist nämlich, in eine lebendige Beziehung mit unserem Schöpfer, mit Gott zu kommen und auch mit geheilten, lebendigen Beziehungen zu unseren Mitmenschen zu leben. Das ist das Ziel. Aber diese Beziehungen sind demoliert, sind in keinem guten Zustand. Sowohl zu Gott als auch zu unseren Mitmenschen sind sie immer wieder kaputt. Es ist interessant, in der Bibel gibt es ein Wort, das heißt, wörtlich übersetzt, Zielverfehlung. Aber es wird nicht so übersetzt, sondern es wird übersetzt mit dem Wort Sünde. Die Sünde ist in unserem Leben eigentlich eine Zielverfehlung, weil es Gott uns nicht dazu geschaffen hat. Ja, zum Beispiel Lügen. Lügen zerstört Beziehungen. Wenn ich meinen Freund anlüge, dann macht das unsere Beziehung so kaputt. Das macht meine Beziehung zu Gott kaputt. Und damit verfehle ich das Ziel meines Lebens. Ich treffe nicht in die Mitte. Das ist Zielverfehlung. Und Gott möchte unsere Zielverfehlungen heilen, unsere Beziehungen heilen. Dazu hat er Jesus Christus auf diese Welt gesandt, der für unsere Sünde starb und die Sünde weggenommen hat. Unsere Zielverfehlung, damit es möglich ist, in das Ziel, in den Sinn unseres Lebens zu kommen. Nämlich eine lebendige Beziehung zu Gott, zu meinen Mitmenschen, geheilte Beziehungen. Beziehungen, die das, was man sich verletzt hat, was man einander schuldig geworden ist, vergeben wird. Und so können wir eine lebendige Beziehung jetzt schon mit Gott haben und dann, wenn wir sterben, eine lebendige, ewiges Leben, eine lebendige Beziehung mit Gott, unserem Schöpfer. So, das ist jetzt mal die erste Lektion, Grundlektion, wie man vielleicht Bogen schießt, wie man den hält. Wichtig ist erstmal einen festen Stand zu haben, sich aufrecht hinzustellen und dann, so wie ich jetzt zur Kamera stehe, schieße ich aber nicht auf die Kamera, sondern immer 90 Grad zum Ziel. In dem Fall schieße ich auf eine Zielscheibe. So, ich habe jetzt hier den Pfeil und nehme, wenn ich persönlich bin, Rechtshänder und ziele mit dem rechten Auge. Das ist wichtig. Deshalb musst du mit der rechten Hand ziehen als Rechtshänder und wenn du mit dem rechten Auge schießt. Das heißt, ich halte den Bogen mit der linken Hand, lege den Pfeil auf die linke Seite. Das ist auch wichtig. Auf die linke Seite, wenn ich Rechtshänder bin. So, dann nocke ich meinen Pfeil hier ein und habe die rechte Zughand, gehe an die Sehne damit. Je näher du am Ziel bist, desto tiefer unterhalb vom Pfeil musst du deine Hand halten, deine Finger. Ich bin jetzt leider verletzt, muss jetzt meine Ersatzfinger nehmen. Normalerweise habe ich den Zeigefinger, aber man schießt mit drei Fingern möglichst, wo man die Sehne hält und ich habe hier noch so ein Ledertape. Bei diesem kleinen Bogen geht es auch ohne, aber die Bogen, die ich normalerweise schieße als Sportschütze, deshalb habe ich mir angewöhnt, mit diesem Ledertape zu schießen, sonst tun mir die Finger zu sehr weh. Also ich gehe hier unterhalb des Pfeiles, jetzt hier in dem Fall kurze Entfernung, das sind jetzt etwa 5 Meter zur Scheibe. Streck den Arm, den Standarm, wo er den Bogen hält und gehe an meinen Ankerpunkt. Das heißt, meine rechte Zughand ist am Gesicht. Ich gehe auch mit der Sehne an die Nasenspitze und hier habe ich immer den gleichen Auszug. Wenn ich richtig treffen will, muss ich immer den gleichen Auszug haben. Und dann nehme ich das Ziel im Visier mit meinem rechten Auge. Zack. Und löse, indem ich einfach hier die Finger öffne, wenn ich mir meine, jetzt bin ich im Ziel.